Meine Currywurstpfanne, ein Rezept für 6 Personen. Wir schneiden 5 Currywürste in Scheiben. 2 Spitzpaprika in grobe Würfel schneiden. Dann hacken wir 4 kleine oder 2 große Zwiebeln. Die Currywurst schneiden, mit etwas Öl scharf anbraten. Jetzt geben wir unsere Zwiebel mit hinzu. Eine Tube Tomatenmark mit einrühren und mit anspitzen. Einen Teelöffel Honig mit einrühren. 1 bis 2 Esslöffel Mehl mit einrühren. Anschließend mit etwa 150 ml Weißwein ablöschen. 800 Gramm gehackte Tomaten. 200 ml Gemüsebrühe. 100 ml Kochsahne. Einen Becher Schmand mit einrühren. Einen Esslöffel Zucker. Einen Esslöffel Barbecue-Gewürz. Einen Esslöffel Paprika edelsüß. Und einen Esslöffel Curry. Dann noch etwas Salz und Pfeffer. Ich gebe gerne noch 150 Gramm Tomatenpaprika mit hinzu. Jetzt noch unsere gehackten Spitzpaprika. Und jetzt zum Schluss noch etwas Schnittlauch und Petersilie. Servieren mit Pommes und oder Reis. Lasst es euch schmecken.